Eine Frau wurde heute Morgen bei einem Verkehrsunfall in Sinzig lebensgefährlich verletzt. Gegen 7:45 soll sich die 74-Jährige auf einem Gehweg in der Kölner Straße befunden haben, bevor diese von einem vorbeifahrenden Auto erfasst wurde. Mit einem Rad wurde die Fußgängerin überfahren und schließlich noch mehrere Meter vom Fahrzeug mitgeschleift. Die 39-jährige Autofahrerin bemerkte dies erst, nachdem diese durch einen Zeugen aufmerksam gemacht worden war. Mit schwersten Kopfverletzungen wurde die Verletzte von einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Bonn geflogen. Nach Polizeiangaben ist der Gesundheitszustand der 74-Jährigen derzeit stabil. Neben der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde ein Sachverständiger zur Klärung des genauen Hergangs hinzugezogen. Die Kölner Straße blieb an der Unfallstelle für rund 2 Stunden gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Remagen zu melden.